Hallo und herzlich willkommen zur vierten, ist es vierte Folge? Ich glaube schon. Vierte Folge von Skyblock. Genau. Wir nehmen das gerade heute auf. Fackeln, damit wir hier auch auslöschen können. Hast du, warte, über Essen brauchst du nochmal. Hey, wo ist die Kiste? Ach, die ist bei mir verbuggt. Ich habe, Ach, ich habe Essen. Wir müssen neues Essen Wo haben. Sind nochmal die Pilzkühe? Oh Gott. Oh, Denise. Ist nichts Schlimmes passiert, mein Gott, ey. Ich lebe noch. Wie viel ist kaputt? Nur das Glas ist kaputt, ey. Und ein bisschen vom Weg. Das Glas? Oh Gott, ein Skelett. Bitte hat er keine Range so weit. Okay, geht nicht. Liebe Kotze, ist ein Enderman gelaufen. Wir müssen hier alles auslöschen, ey. Die Leute sind einfach auf den Wegen Mobs. Bisschen unpassend, aber ich bin schon mal da. Ich wollte gerade noch eine Pilzkuh finden, aber da ist ein Skelett. Deswegen gehe ich da jetzt nicht hin. Aber wir haben ja hier das Dorf. Das heißt ja, wir haben auch Essen. Wo ist das Skelett? Ich höre das nur irgendwo. Weiß nicht genau wo. Das hat einen verzauberten Bogen, Alter. What the hell? Und ich will das. Oh Gott, das Skelett. Tripoli. Okay, das Skelett ist tot. Ich gehe nochmal eben zu den Pilzkühen. Wo waren die denn? Hier sind keine Pilzkühe. Da hinten stehen zwei Skelette drin. Hier ist auch nochmal ein Skelett. Ich hab hier auf jeden Fall voll die Action. Ein Creeper ist in die Luft gegangen, ey. Wo hast du die Skelette? Wo sind die? Hallo. Was denn? Wo sind die Pilzkühe? Na, hinter dem Glas. Hey, als ob die einfach so da oben sind. Ja, die waren noch drin, aber die spawnen irgendwie drin nicht mehr. Oh, scheiße. Also, was ist denn Iron? Wir können da nicht hingehen, hier ist alles nicht ausgeleuchtet. Von Iron Gold. Ja, wir können da nicht hingehen, jetzt ist es noch dunkel. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie Wolle bekommen. Waren da Schafe? Wir hätten doch Schafe, oder? Weiß ich nicht. Ich war auf jeden Fall gerade da. Jetzt liegen da meine Sachen. Warte mal, wir müssen den Spawner mal eben aufmachen. Welchen Spawner? Den Spinnenspawner. Ich mache eben ein Schwert. Damit wir Dings. Oh, ist so scheiße. Jetzt sind meine ganzen Sachen da. Oh, hier ist noch ein Dier. Aha. Das sind doch eh noch mehr. Ich wollte eh als ausheben da unten. Ich höre schon eine Spinne. Ach, die ist unten gespawnt, ne? Ja, nicht. Ja. Oh, die hat sogar einen Effekt auf sich. Wie steht das den Effekt? Ich habe auch kein Essen mehr, ne? Doch, ich habe Essen. Ich nicht mehr. Ich habe alles noch im Dorf. Ich will, okay, eine Wolle haben wir schon mal. Okay. Wir brauchen 6 Stück. Haben wir nicht noch irgendwas? Vielleicht, guck mal wir nach. Wir haben doch schon Fäden. Wie viele? So, dass wir jetzt 2 Betten machen können? 4. Ja, wow, können wir noch eine Wolle machen? 4 Wolle meine ich damit, ne? Ja, wir brauchen trotzdem ja noch eine. Zwei Fäden sind da noch. Okay. Ich kann mir ja schon mal ein Bett machen. Ja, kannst du schon mal machen. Ich warte noch auf eine Spinne. Kommt die mal oder kommt die nicht? Ich glaube, die will nicht. Hallo? Ach, da ist er. So. Er hat heute keine gedroppt. Ich hab ein Bett. Interessant. Ich gehe nochmal raus. Vielleicht kommt es dann noch. Was interessant ist. Was kann ich denn Apfel essen? Komm, spawn doch. Mach mal eine Spitzhacke. So und so. Sollte auch wieder raus. Warte mal. Wir spawnen. Wir laufen einmal schön hier rum. Laufen wir da einmal rum. Da ist eine. So. Die ist sehr schüchtern. Die traut sich nicht. Oh, das sind sogar 2. Oh. Hab 4. Wir können das wieder ausleuchten. So, machen wir wieder so Betrieb, wie du das hattest. So. Dann haben wir noch ein Bett. Gut, gut, gut. Oh, ich bin hier so perfekt gegangen. Hast du nicht gesagt, wir haben noch Wolle? Wie? Ich habe eine Wolle noch. Ja, gib her. Komm hier unten, hier hin. Oh, komm doch hoch, mein Gott. Ich will das Bett doch heute noch bauen. Ich geb dir das hier oben an. Ja, wann gibt mir das so direkt hier oben?
Ja, weil ich jetzt hier unten noch ausfahren wollte. Gott, ey. Ja, du musst eh hochkommen, wir müssen ins Bett legen. Oh. Ja, ich will die Nacht überspringen. So. Ich lieg schon. Ja, ich auch. So. Jetzt sterben auch die ganzen Monster da hinten. Ja, ist auch gut. Ich find's ja schlecht. Ich werde mal ein bisschen Weizen mitnehmen und die Tiere da hinten vermehren. Okay. Ich sterbe erstmal. Oh Gott, hier ein Enderman. Gold gefunden. Oh, da ist auch einer gestorben. Oh. So, die Kühe. Zack, zack. Hühner brauchen wir aber was anderes. Da sind Schweine da drin. Schweinekarotten, glaube ich, ne? Ja. Hä, die verbrennen hinter Glas? Ja. Das Glas ist. Aber nur einer ist gestorben. Da sind zwei aber hinter. Wir haben auf jeden Fall auch schon gut Gold. Ja, 4 Stück. Mann, hier keine Schafe? Weiß es nicht. Ich meine, wir hatten noch Schafe. Oh Gott, hier ist ein Enderman. Hätten wir ja schon. Oh Gott, das ist ein Creeper. Da hinten sind Schafe. Okay, warte mal. Ja, ich warte. Warte. Ich muss mal eben einen schönen Weg bauen. Mit 15 Blöcken. Geil. Ja, wir brauchen wieder Steine. Wir müssen auf jeden Fall auch einen Generator bauen. Ich habe genug Steine hier gerade noch. Ja, was heißt bei dir genug? 36. Und noch weiter. Ich mache hier unten alles weg. Deswegen habe ich genug. Ich muss mir angewöhnen, nicht Kuh zu drücken, wenn ich was esse. Ah ja, warum drückst du denn Kuh? Ja, weil ich bis von Dings gewöhnt bin. Immer alles wegzuschmeißen. So, dann gib mal deine Steine. Wo bist du denn? Hier. Boah, Alter, wie ich auch sehe. Liegt da. Ja, habe ich schon. Aber eh noch mehr, ne? Ja, schon, wo kommt man denn noch hier hoch? Hier. Einfach hochbauen, ne? Ja, macht euch wieder so eine Schöne. Ja, ich muss ja hier irgendwie hochkommen, ne? Ja, hochstecken. Ja, direkt wieder abbauen. Ja, natürlich. Ja, natürlich, damit ich die Blöcke jetzt mal wieder kriege. So, dann wollen wir mal. Ja, die Wege werden wir irgendwann wahrscheinlich schon mal schöner bauen. Wahrscheinlich so am Ende des Projektes oder wenn es halt irgendwie richtig nervt. Ja, komm, wie viel schreibt mir denn jemand, ey? Wird hier gerade bombardiert. Interessant. Ja. 3 Nachrichten hintereinander. Ist auf jeden Fall geil. Frag mich, wo die Lava ist hier nochmal, ne? Ich muss die doch irgendwann jetzt hier abbauen. Ja, mach auf jeden Fall einen Eimer, wo du die dann reinmachst. Ich hab keinen Eimer. Wenn du mir meine 3 Eisen gibst, die... Unten in der Kiste liegen noch richtig viele. Oben in der Kiste. Ich muss sowieso wieder hochkommen. Ich hab mich, Spitzhacke ist kaputt. Ich muss mich eine neue Spitzhacke machen. So. Kurz neue Spitzhacke. Und dann noch ein Eimer. 1, 2, 3. Hallo, Schafis. Okay. Oh, den einen habe ich gefüttert, obwohl ich ihn gar nicht füttern müsste. Das ist ein Babyschaf. Essen, ne? So. Haben wir schon mal was vermehrt. Die Hühner holen schon mal die Eier. Nein, nein. Wenn der rausgeht, wird er tot. So. Hey. War mal ein lebender Hühner. Muss mal eben hier rein. Frag mich jetzt echt, wo du die Lava versteckt hast, ne? Ich hab die nirgendwo versteckt. Ja doch, du hast die ja wieder zugebaut. Hör die ja irgendwo. Beide Pilzkühe sind, glaube ich, tot. Weil du da oben in deren Gefäß dich hochgesteckt hast. Ah, nicht sie, hier ist eine. Alter, wir brauchen eine Leine. Ja, wir brauchen dafür Slimes. Ne? Ich versuche die nach Hause zu bringen. Zu uns. Ja, mach aber erst einen Weg. Wir haben einen Weg. Ja. Nicht so einer, kann die runterspringen einfach. Du weißt ja, wie die laufen. Schon sicherer sein. Am besten zweimal. Eins. Weil du so unfähig bist, ey. Auf jeden Fall. Ja, wie kannst du denn einfach da hochstecken, dass sie da rauslaufen können?
Die können ja nicht hoch eigentlich. Nee, gar nicht. Deswegen sind doch beide draußen. Ja, wie sollte ich denn sonst rauskommen wieder da? Ich war da drin gefangen. Oh Gott, mach mal unsere Tür auf. Die kommen doch mit, wenn ich Schwänze in der Hand habe. Ja, die kommen dann mit. Passt die durch die Tür? Ja, natürlich passen die durch die Tür. Nein. Komm, Türchen. Ach, Tür. Laut die einfach, ist er. Huch, hab ich da getroffen. Auch Essen, ey. Ich mach mal ein paar Schüsseln, denn. Ja, genau, mach mal Essen. Ich hab mich kein Essen mehr. So. Immer schön. 15 Schüsseln. Zack, 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 zack. Interessant. So, wo war unsere Essenskiste? Hier. In der Fall waren wir da hinten drin. Auf jeden. Auf jeden. So, und dann werde ich jetzt mal woanders hingehen. Was wäre? Ich denke mal dahin, wo der Schnee ist. Holen wir das alles mit. Ja, da hinten haben wir ja noch. Na, ich sehe die Lava hier fallen. Ja, da ist sie. Oh Gott, das Wasser ausgelaufen, ne, bei uns. Oh Gott, ich krieg das nicht zu. Ich baue jetzt erstmal so einen richtig ekelhaften Weg. Kannst du mal Fackeln machen? Moment mal, ich kann keine Fackeln machen. Ich hab. LOL! Cool, aber. Da kommen einfach diese Tintenfische. Tintenfische? Die spawnen dann, die sind einmal eins Ding. Die fallen aber runter direkt. LOL, wie hoch ist denn die Lava? Ich hab die. Kommt auf ab. Hast du auf die Zeit geachtet? Nein, ich habe keinen Timer gestellt oder so, ne? Leute, hier ist ja noch viel mehr Lava, als ich dachte. Ich weiß noch nicht, was ich... Einfach der Lava, ich will mal hoffen, dass auch mal so Kisten oder so irgendwas hier ist. Oh Gott, 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 oh Gott. Hier ist eine riesen Lava-Quelle einfach. Warum sagst du nicht, dass da mehrere? Ich hab das, wenn du ein Loch... Ich weiß nichts davon. Es ist einfach, ich hab einen Lava-Eimer genommen, da kommt einfach jetzt noch mehr. Das ist einfach eine richtige Quelle da. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas ist bei dem Ding hier, wo ich bin, aber ich werde erstmal ein paar Fackeln machen. Okay. Aber wo ist die Quelle? Weil ich hab keinen Bock, dass hier nachher, was weiß ich, wie viele tausende Monster spawnen. Ich brauche auf jeden Fall nochmal Steine. Hast du noch Steine? Ich hab genug. Oh Gott, hier ist die Quelle. Mach die Quelle so. Jetzt aus, ne? Weil ich habe ihn dabei. Guck mal eben, wie lange wir aufnehmen. Aber wir können aufnehmen. Einfach so, ich würde sagen, das war's mit der Folge heute. Ich leuchte noch ein bisschen diesen Weg aus. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Es ist in der Folge jetzt nicht viel passiert, aber wir müssen erstmal ein bisschen wieder reinkommen, was hier überhaupt war. Und in der nächsten Folge werde ich mich mal hier runtergraben und gucken, was da unten so Schönes ist. Macht's gut, bis dann. Ciao.